Ja, auch grüß Gott nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Rainer Rüdiger, bin seit 25 Jahren im Bereich Netzleittechnik tätig, bin in Nürnberg bei Siemens beschäftigt als Produktmanager für unsere Netzleittechnik und da speziell für die Datenengineering-Themen. Und über das Thema Datenengineering bin ich damals auch auf das ZIM gekommen. Und das ganze Thema hat mich eigentlich von Anfang an begeistert von den Methoden und von den Möglichkeiten, die ZIM bietet. Und in meinem Vortrag möchte ich mit Ihnen jetzt noch mal ein bisschen in das Thema, was ist ZIM? Das geht in die Richtung von der Frau Kostic auch gehen und Ihnen konkret zeigen, was sind da wirklich die einzelnen Themen, die beachtenswert sind. Das erste ist, ich gehe noch mal auf die historische Entwicklung ein, dann einen Überblick über das Common Information Model ZIM und dann auch noch mal zwei Beispiele für den Einsatz in der Praxis und eine kleine Zusammenfassung. So, im Prinzip ging das ganze Thema ZIM eigentlich schon Anfang der 90er Jahre los, als man nämlich festgestellt hat, ich brauche in meinen Netzleitstellen neue Anwendungen. Oder ich habe irgendwo am Markt vielleicht sogar eine Anwendung gefunden, aber die Integration in meine existierenden Systeme ist quasi unmöglich, weil es wirtschaftlich nicht tragbar ist. Zum anderen gibt es keine standardisierten Interfaces, es gibt eine andere Datenmodellablagen, die sich nicht miteinander vertragen haben, sodass ich einen unheimlich hohen Aufwand gehabt habe, eine neue Applikation in meinen Standard, in meine existierenden Systeme zu integrieren. Kommt heute auch noch vor. Also ich meine, finden wir auch noch so. Auf jeden Fall hat man da festgestellt, okay, da gibt es Potenzial zu einer Verbesserung. Wir können da was machen und EPRI, das Electric Power Research Institute, hat damals eine Taskforce gegründet, Control Center Application Program Interface, wo das Ganze mal systematisch betrachtet worden ist. Und während dieser Taskforce hat man aber festgestellt, okay, das ist nicht nur über einen Standard zu machen, da muss eine ganze Anzahl von Standards eigentlich geschaffen werden, aber ZIM ist damals entstanden und war die entsprechende Basis auch dafür. 1996 gingen dann diese ganzen ZIM-Aktivitäten über an die IEC, TC57, in die Arbeitsgruppen 13 und 14 und letztendlich haben wir dann 2000 auch NERC, das ist die North American Electric Reliability Corporation. Das ist eine nordamerikanische Organisation, die die Koordinierung der elektrischen Stromnetze im nordamerikanischen Raum zuständig ist. Und die NERC ist im Vergleich vergleichbar mit der Funktion, die hier in Europa N2E eben betreibt. So, und die hatten festgestellt, okay, es gab in der Vergangenheit Schwierigkeiten, weil man kein gemeinsames Modell aus dem nordamerikanischen Raum hat. Wir schreiben jetzt den ZIM-Datenaustausch vor und in der Hoffnung, da letztendlich dann ein gemeinsames und schnelles und zuverlässiges nordamerikanisches Modell dann auch zu haben. 2005 gab es die erste Version von IEC 61970-301, das ist die ZIM-Basis gewesen. Und 2005 kam es dann auch zur Gründung der ZIM-Users Group. Das ist ein Gremium, die das ganze Thema ZIM promotet und da werden wir heute Nachmittag noch mal einen eigenen Vortrag zur ZIM User Group auch hören. 2008 hat dann die Vorläuferorganisation von N2E, UCTE, auch sich zu ZIM bekannt und wo das letztendlich dann hingeführt ist mit dem CGMS-Standard, haben wir heute schon des Öfteren gehört. Interessant ist vielleicht auch noch, dass in dem Zwischenraum zwischen 2005 und 2008 NERC auch festgestellt hat, dass ihre Energieübertragungsunternehmen nicht so richtig sich mit dem ZIM befassen und hat dann gesagt, okay, wir brauchen das aber und hat tatsächlich auch Audits durchgeführt bei den Energieversorgungsunternehmen und hat empfindliche Strafen ausgestellt, wenn das Thema ZIM zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie implementiert wird oder zumindest ein Weg gesehen wurde, um das Thema zu implementieren. Hat einen gewissen Vorteil gehabt. Das Thema ZIM ist natürlich gepusht worden, klar. Und zum anderen haben die Energieversorgungsunternehmen natürlich auch ihre Hersteller beauftragt, die entsprechenden Sachen zu implementieren, was dann letztendlich auch zur Implementierung, zur verbreiterten Implementierung in Systemen von den verschiedenen Herstellern kam.
So, 2009 auch nochmal, das National Institute of Standards and Technology hat im Prinzip CIM sowie auch 61850 als wichtigen Schlüsselstandard für die Smart Grid Interoperabilität gezeigt. Da komme ich später nochmal dazu. Und 2010 wird CIM auch in der deutschen Normungsroadmap E-Energy Smart Grid erwähnt und empfohlen. Und dann letztendlich N2E eben mit dem Common Grid Model Exchange Standard basierend auf CIM, der heutzutage eben da ist. So, nochmal ein Überblick. Heute haben wir im Prinzip in einem Energieversorgungsunternehmen vielfältige Systeme in unterschiedlichen Abteilungen vorhanden, die betrieben und gepflegt werden. Es gibt darin die verschiedensten Sichten auf die Daten und auch unterschiedliche Sprachen zwischen den einzelnen Abteilungen, was die Sache nicht immer unbedingt einfach macht, dass man sich miteinander versteht. Also manche Dinge heißen vielleicht anders in dem einen System als in dem anderen System. Und da gehe ich noch nicht mal so darauf ein, dass ich meinetwegen einen Leistungsschalter, der mit einem bestimmten Namen oder eine Unterstation mit einem bestimmten Namen in einem System mit UE habe, in dem anderen Ü, dann die Frage, ist es das Gleiche oder ist es vielleicht doch unterschiedlich? Also da ist es noch einfach, wahrscheinlich ist es das Gleiche. Nur man muss sich halt auf eine Bezeichnung dann einigen, wenn man eine Integration macht. Aber manchmal ist es auch so, dass ich halt verschiedene Attribute von diesem Leistungsschalter habe, die einfach anders heißen, die aber unter Umständen die gleiche Bedeutung haben. Und die gleiche Bedeutung, das muss man sich erstmal erarbeiten. Ist es das, was die gleiche Bedeutung hat? Das ist übrigens auch bei der CIM 61850 hier Harmonisierung passiert, wo es dann verschiedene Attribute im 61850 gab und auch im CIM, wo man sich dann unterhalten hat, ja, ist es jetzt das Gleiche, vielleicht mit anderem Namen, oder ist es doch was Unterschiedliches? So, und daher brauchen wir eine gemeinsame Sprache. So, und die generelle Vision von CIM ist, ich habe ein elektrisches Energieversorgungsnetz hier, elektrisch, hatten wir vorhin auch schon mal. Das wird im Prinzip eigentlich in CIM abgebildet und damit wird CIM im Prinzip als eine gemeinsame Sprache verwendet, die jeder versteht, wo jeder das Gleiche versteht. Und im Prinzip ist das CIM dann auch ein Satz von Standards, der eine Systemintegration und Informationsaustausch basierend auf dieser gemeinsamen Sprache ermöglicht und erleichtert. So, und hier auch vielleicht nochmal, dass CIM eben ein ganzer Satz von Standards ist und nicht nur ein Standard. So, das ist hier nochmal eine Darstellung, wie die einzelnen Domänen über standardisierte Schnittstellen miteinander kommunizieren können. Und Ziel von CIM war es, ein gemeinsames Informationsmodell zu entwickeln, dass das elektrische Netz, die Asset-Daten, Zählerdaten, Fahrpläne und so weiter, die dazugehören, eben definiert. Das heißt, das CIM soll nicht an eine bestimmte Anwendung und deren Sicht auf die Welt gebunden sein, aber es ermöglicht eben, dass dieses gleiche Modell in allen Anwendungen verwendet werden kann und damit den Informationsaustausch wieder zwischen den Anwendungen erleichtert. Das heißt, es ist domänenübergreifend und auch redundanzfrei. Dann gibt es das Thema Schnittstellen und Profile, haben wir heute auch schon gehört, dass eben die Schnittstellen über Profile definiert werden und ein Profil ist eine kontextabhängige, auf einen konkreten Anwendungsfall zugeschnittene Untermenge des Modells. Also ich brauche nicht das gesamte Modell mir angucken, ich habe einen konkreten Anwendungsfall und für diesen konkreten Anwendungsfall suche ich mir eben nur die Untermenge raus, die ich brauche, nicht mehr. So, und es gibt im Prinzip drei Hauptstandards innerhalb des CIMs. Das ist einmal die 6175, das ist ein EMS Application Program Interface. Das definiert so die Basis und auch die Übertragungsnetzbelange. Und darauf aufbauend gibt es dann 61968, was das Ganze erweitert für die Verteilnetzbelange und dann die 62325, was wiederum beide Standards erweitert um die Erweiterungen für den Energiemarkt. So, hier nochmal bezüglich dieser gemeinsamen Sprache. Wir haben schon gesagt, die gemeinsame Sprache muss natürlich von allen verstanden werden und muss Informationen für einen Benutzer unabhängig von der Quelle zur Verfügung stehen. Und es gibt hier, finde ich, ein schönes Beispiel auch immer.
Ich habe ja einmal Belange vom Netzbetrieb, das heißt, ich habe Echtzeitzustände der Betriebsmittel und des elektrischen Netzes, um einen sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten. Und ich habe Belange von der Wartungsorganisation, die Lebenszyklusinformationen bezüglich wann und wie Betriebsmittel zu warten sind, zum Beispiel definiert. So, und jetzt machen wir mal ruhig einen Use Case. Ich habe einen Leistungsschalter irgendwo im Netz, der wird definiert, bekommt einen eindeutigen Identifikator. Dieser eindeutige Identifikator ist natürlich in einem Asset-System genau der gleiche wie in einem Netzleitsystem, weil ansonsten hätte ich nicht diese gemeinsame Sprache. Ist also eindeutig definiert. Gesetzt im Fall, ich tausche diesen Leistungsschalter jetzt wirklich aus im Netz, also physikalisch tausche ich den aus, dann habe ich aber einen komplett anderen Workflow in dem Netzleitsystem sowie im Asset-System. Im Netzleitsystem wird der Schalter weiterhin existieren mit der entsprechenden Identifikation. Ich schalte den frei, ich mache eine Verfügungserlaubnis drauf und das ganze Thema, was ich halt brauche, aber der Schalter als Identifikator, der Leistungsschalter wird immer bestehen. Im Asset-System schaut es ein bisschen anders aus. Sie haben den Leistungsschalter immer noch, aber Sie haben tatsächlich einen anderen physikalischen Schalter. Und das heißt, Sie löschen das alte Asset und setzen das Asset neu ein. So. Und wenn das von der Modellierung nicht entsprechend so vorgesehen würde, würde das unter Umständen dazu führen, dass Sie das gleiche Prozedur auch in dem Netzleitsystem machen müssten. Das ist aber durch ZIM schon so modelliert, dass das machbar ist. Und da steckt halt auch ein bisschen die Stärke von ZIM drin, dass solche Use Cases und solche Anwendungsfälle eben schon von der Modellierung her auch berücksichtigt sind und berücksichtigt werden. Sie hätten im Netzleitsystem davon abgesehen, wenn Sie wirklich den Schalter löschen würden, ein Problem mit Ihrem Archiv zum Beispiel. Weil der Identifikator ist ja definitiv nicht mehr richtig und da würden Sie das ganze Archiv oder die ganzen Archivdaten im Netzleitsystem verlieren. So, das hat die Frau Kostic schon gezeigt. Wir haben das Informationsmodell, das die gesamte Semantik eben hier beschreibt. Das ist ein verallgemeinertes Modell aller Objekte eines Energieversorgungsunternehmens und deren Beziehungen untereinander. Ist anwendungsunabhängig, definiert aber alle Konzepte, die eine beliebige Anwendung benötigt. Und wir haben diese Profile, das ein kontextabhängiger Layer ist, der im Prinzip dieses Informationsmodell auf einen tatsächlichen Anwendungsfall einschränkt. Und ich habe dann zum Schluss im Prinzip auch die Message-Syntax und da ist eine Implementierungstechnologie wie XML zum Beispiel, die wird zur Schemaerstellung und für die Serialisierung der Instanzdaten dann verwendet. So, und daraus resultieren, und das haben wir heute auch schon gehört, im Prinzip einmal Standards für die Energienetzdatenmodellaustausch in Dateien, das ist die eine Sache, und zum anderen hätten wir auch die Standards für den Nutzdatenaustausch in Informationsmeldungen, die ich dann über Enterprise Service Bus oder wie auch immer zwischen den Anwendungen austauschen kann. So, jetzt gehe ich nochmal auf die einzelnen Punkte ein bisschen mit jeder Folie nochmal ein bisschen ins Detail ein. So, die ZIM-Standards basieren auf der UML-Notation, das haben wir schon gehört. Ist ein objektorientiertes Datenmodell und da gibt es zwei Sachen. Einmal die Klassen und da hören wir heute Nachmittagessen noch ein bisschen mehr drüber. Die beschreiben die Objekte, ihre Eigenschaften und ihre Beziehungen mit anderen Objekten. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ein Transformator in der Unterstation enthalten ist, dass die irgendwelche Namen haben, dass die Betriebsspannungen haben und so weiter. Und es gibt die Instanzen, die beschreiben dann spezifische Objekte einer Klasse, die im System existiert, zum Beispiel ein Transformator 4711 in der Unterstation XYZ. So, dann das Thema Profile. Schnittstellen zwischen den Systemen werden über Profile definiert. Ein Profil spezifiziert die Informationsstruktur der auszutauschenden Informationen durch Definition der kontextabhängigen Untermenge des semantischen Modells. Das hatten wir vorher schon mal. Und in der Regel betrifft eine Profildefinition auch typischerweise mehr als nur eine einzige Schnittstelle. Sie werden immer zwischen den Systemen Sachen austauschen. Wichtig ist, und das hatte Frau Kostic auch schon gesagt, Produkte implementieren die Unterstützung von Profilen, die implementieren nicht ZIM, die implementieren die Unterstützung von Profilen.
Und die Interoperabilitätstests, die durchgeführt werden, werden auch gegen die Profile durchgeführt. So, das heißt aber im Komplett, und SIM-Compliance wird dann auch gegen die Profile durchgeführt. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, es gibt kein Produkt in der Welt und es wird auch kein Produkt geben, das SIM implementiert. Gibt es einen einfachen Grund, dann müsst ihr ja alles hier implementieren und dafür gibt es keinen Anwendungsfall. Da wird es kein Produkt geben, der im Prinzip das gesamte Netz abbildet. Sondern wir haben immer Implementierung von Profilen. Hier bloß ein kleiner Auszug von den Arbeitskreisen und den Standards, die hier betrachtet werden. Wie gesagt, die Working Group 13 betreibt die Modellierung elektrischer Netze aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber mit den entsprechenden Standards, bloß ein paar genannt hier. Working Group 14 erweitert die Sachen Modellierung der elektrischen Netze aus Sicht eines Verteilnetzbetreibers inklusive der Applikationen. Und der große Nutzen von diesem ZIM ist eben auch der Vorteil, dass in der Regel oder dass wirklich fast alle von den Energieversorgungsunternehmen benötigten Energienetzdatenmodelle und auch die Nachrichtenaustauschformate bereits als IEC-Standard definiert sind. Sie können sie verwenden. Man muss sich das nicht nochmal neu erfinden, das Rad nochmal neu erfinden, so wie es in der Vergangenheit halt häufig auch gemacht wird. Es existiert und man kann es verwenden. Und ein Beispiel vielleicht gleich hier jetzt auch in der Praxis. Gesetzt im Fall, wir haben vier Systeme, die wir miteinander integrieren wollen. So wird jedes System historisch gesehen sein eigenes Datenmodell haben. So, anstatt einer Implementierung, dass ich eine 1-zu-1-Verbindung mache, das in der Regel heutzutage keiner machen wird, werde ich natürlich irgendwo auf ein gemeinsames semantisches Modell mich zurückziehen und letztendlich aus diesen vier Datenmodellen ein gemeinsames Datenmodell zum Austausch hier bereitstellen, mit dem dann im Prinzip System A reden kann und über diesen Gateway dann auch mit System B reden kann. Das heißt, ich reduziere diese n proprietären Schnittstellen und die Formate schon mal auf ein gemeinsames Datenmodell. So, wenn ich das eh schon mache, dann ist die große Frage natürlich, in ZIM gibt es schon vieles von diesen Definitionen. Das heißt, ich kann für dieses gemeinsame Modell mir wirklich ZIM hernehmen und gucken, was ist denn da schon alles vorhanden und was kann ich dafür alles verwenden. So, der Vorteil davon ist, ich habe sicherlich noch zusätzliche Sachen zu machen, da komme ich später jetzt noch drauf, aber der Vorteil ist, ZIM ist ein Informationsmodell, das spezifisch für die Belange der elektrischen Energieversorgungsunternehmen anhand von Erfahrungen und Experten von Energieversorgungsunternehmen selber, von den Projekten, die gemacht worden sind, von den Beratern und auch von den Herstellern entwickelt ist und weiterhin entwickelt wird. So, wenn neue Anwendungsfälle reinkommen, geht es letztendlich auch über die Standardisierung in das ZIM-Modell rein. Vorteil ist auch, dass ZIM eben Daten von unterschiedlichen Domänen modelliert und konsistent ist. Hatten wir schon, dass eine Unterstation eben das gleiche Objekt mit einem gleichen Identifikator in einem in DMS-System, in einem Asset-Management-System oder Mieter-Data-Management-System ist. Und letztendlich, man sieht es auch ein bisschen an der Historie und den Einsatz und die Verbreitung, ist, dass die ZIM-Standards im Besonderen 6179 eben durch diese vielen Interoperabilitätstests, die mittlerweile durchgeführt worden sind und Iterationen, die dadurch kommen, auch eine Reife erreicht hat, das einen erfolgreichen Einsatz gewährleistet. So, und letztendlich löst es interne und externe Datenaustauschanforderungen, zum Beispiel N2E. Also intern löst es die Datenaustauschforderung, dass ich eben gemeinsame Sprache innerhalb des Unternehmens habe. Und wenn ich dann noch aus dem Unternehmen selber austauschen muss, zum Beispiel N2E auf europäischer Ebene, dass ich halt dann auch die gleichen Sprache spreche. Das heißt, ich verwende hier an der Stelle ZIM zur Reduzierung der Aufwände bei der Erstellung und der Wartung. Ich meine, wenn Sie ZIM hier verwenden, normalerweise müssten Sie bei einem Integrationsthema, legen Sie den Aufwand
auf das Modell. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie schaut der Leistungsschalter aus. Das brauchen Sie hier nicht mehr. Stattdessen können Sie sich auf die betrieblichen Abläufe konzentrieren und auch wirklich auf die Qualität der Daten. Das hat die Frau Kostic, glaube ich, auch schon gesagt. Bei vielen Integrationsprojekten mit SIM kam dann eben auch raus, dass meine Qualität der Daten oder ich habe Verbesserungspotenzial, die Daten überhaupt mal zu korrigieren in den einzelnen Quellsystemen, dass ich das dann erstmal feststelle, wo sind meine ganzen Lücken und wie kann ich meine Daten verbessern. So, noch eine Slide. Wir haben die Erweiterbarkeit von SIM heute schon mal gehört. Obwohl das SIM ein ausführliches und großes Informationsmodell ist, gibt es immer in der realen Anwendung die Notwendigkeit, dieses Modells zu erweitern. Also ich glaube nicht, dass man mit dem Standard-SIM durchkommt. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Einmal, ich übernehme existierende Altdaten, die nicht vollständig in SIM abgebildet sind. SIM hätte nicht den Durchbruch erreicht, wenn es das nicht möglich machen würde. Also ich muss irgendwelche alten Daten, die ich da nicht finde, auch abbilden können in meinem SIM. Ich habe neue Anwendungsfälle wie Gas- oder Wassernetze zum Beispiel, die noch nicht standardisiert sind. Wir haben auch Leitstellen für Multi-Utilities, wo wir halt auch, obwohl es nicht definiert ist, aber halt auch unser eigenes Gasmodell und Wassermodell gemacht haben. Ist kein Problem. Wir haben dann ein Problem, wenn es mal standardisiert ist, dann müssen wir das halt wieder entsprechend umdefinieren. Aber letztendlich kann ich das machen und es gibt keinen Standard dafür, also spricht auch nichts dagegen. Ich kann verfeinerte Details zu definierten Klassen machen und ich kann auch existierende Klassen erweitern, um noch nicht modellierte Komponenten abzudecken. So, und SIM verwendet für diese klare Trennung sogenannte Namespaces, das heißt, alles, was ich neu mache, bekommt einen anderen Namespace und damit ist es auch klar vom Standard getrennt. Und zum Beispiel, das ist jetzt wieder Implementierungssache, kann eine Import-Export-Schnittstelle eben so implementiert werden, dass solche erweiterten Klassen unter Umständen bei einem Datenaustausch nicht berücksichtigt werden. Die werden halt einfach nicht übertragen. Vielleicht dürfen es einen anderen auch gar nicht interessieren, wenn es da noch Daten drin sind, die jetzt speziell für meine Belange und für mein Unternehmen gelten. Und eins, denke ich mir, ist auch klar, für diese Interoperabilitätstests sind solche Erweiterungen natürlich nicht relevant, weil das sind letztendlich meine eigenen privaten Ergänzungen. Wenn Sie so ein SIM-Modell erstellen, gibt es natürlich jetzt einen großen Knackpunkt. Sie müssen, obwohl Sie einen bestimmten Anwendungsfall haben und ein ganz kleines Bereich von dem Modell haben, müssen Sie natürlich wissen, was in SIM schon existent ist. Weil nur dann können Sie SIM-konform machen. Wenn Sie es vorschnell als Erweiterung Ihrer zusätzlichen Daten definieren, ich meine, innerhalb des Unternehmens ist das alles kein Thema. Sie verstehen sich definitiv, weil das innerhalb des Unternehmens identisch gemacht wird. Aber wenn Sie halt dann mit Externen Ihre Daten austauschen müssen und der erkennt dann die Daten nicht als SIM-Standard, dann gibt es halt ein kleines Problem. Also da muss man schon zusammenarbeiten und aufpassen, dass man wirklich das, was in SIM definiert ist, auch mit SIM nimmt und nicht nochmal das Gleiche in einer eigenen Parallelwelt mit einem eigenen Namespace implementiert. Vorletzte Folie, noch ein Wort zu 61 auf 50 SIM-Harmonisierung, da kriegen wir heute auch noch einen Vortrag. Hier nur an der Stelle, ich denke, die Energieautomatisierungswelt unten spricht 61.850, da wird sich auch nichts ändern. Netzleitstellenebene spricht 61.79, wird sich auch nichts ändern. Die beiden Standards existieren und letztendlich gibt es schon einen Anwendungsfall hier, der oft genutzt wird oder oft benötigt wird, nämlich ich möchte natürlich Daten, die ich in meiner Energieautomatisierung unten definiert habe, nach Möglichkeit in der Leitstelle wiederverwenden, ohne die nochmal einzugeben. Nachdem das jetzt verschiedene Strukturen sind, muss ich da natürlich eine Möglichkeit schaffen, das miteinander zu mappen. So, im Prinzip hat es jeder Hersteller mittlerweile auch, also seine private Ergänzung, Mapping. Es ist auch kein Hexenwerk, nur durch die Harmonisierung wird das halt auch vorgeschrieben, damit das jeder gleich machen kann und dass hier im Prinzip ein dokumentiertes Mapping zwischen 61 auf 50 und SIM auch hergestellt werden kann, das dann sicherlich auch entsprechend berücksichtigt wird. So, dann kommen wir schon zur letzten
Folge, zur letzten Folie. Was ist CIM? Nochmal, das Common Information Model CIM ist ein Satz von Standards, der eine Systemintegration und einen Informationsaustausch basierend auf einer gemeinsamen Sprache ermöglicht. CIM-Standards generell zielen auf eine vereinfachte Komponentenintegration und erweiterten Möglichkeiten der Bereitstellung von Komponenten durch eine Standardisierung des Informationsaustausches ab. Und meinen Ansatz, den habe ich das erste Mal auf einer CIM-User-Group so gesehen und ich finde den eigentlich auch wirklich richtig. Also ein CIM ist wesentlich mehr als ein Satz von Standards. Es ist schlichtweg ein Lösungskonzept. Warum? Da komme ich in dem zweiten Vortrag heute Nachmittag nochmal drauf. Aber im Prinzip sind fast alle von den Energieversorgungsunternehmen benötigten Energienetzdatenmodelle und Nachrichtenaustauschschemata bereits vom als IEC-Standard definiert. Ich kann mein UML-Modell spezifisch für meine spezifischen Anforderungen anpassen und zurechtschneiden. Ich kann proprietäre Erweiterungen machen. Es gibt Harmonisierungs- und Zusammenführungen mit anderen Standardmodellen, mit 61A50. Da gibt es noch andere Modelle, wo solche Harmonisierungen stattfinden. Ich kann neue Schnittstellenprofile für den Informationsaustausch definieren. Das ist, im Prinzip ist es wirklich ein Werkzeugkasten, den ich verwenden kann, um meine Anforderungen eben damit erfüllen zu können. Und bei den ganzen Anpassungen und Erweiterungen für ein konkretes Projekt können die gleichen Werkzeuge verwendet werden, wie die, die für die CIM-Standardentwicklung letztendlich auch verwendet werden. So, das war's für den ersten Teil. Dankeschön. Sind ja noch Fragen? Vielen Dank, Rainer, für den Werkzeugkasten. Genau, jetzt ist Zeit für Fragen, für Diskussion. Wir haben noch Zeit vor dem Mittagessen. Ja, es tut mir leid, dass ich das jetzt weggenommen habe. Ecker von Schneider Elektrik. Könnten Sie mir mal eine Brücke schlagen zwischen dem Begriff Profil und den Standards, dem Set von Standards, den wir gesehen haben? Ja, es gibt. Die Frage ist dahingehend, wenn sich ein Anwender jetzt mit CIM beschäftigen möchte. Gibt es einen Katalog, eine Liste von Profilen, die er sich anschauen kann, um seine Anwendung wiederzufinden? Gute Frage. Also ich kenne jetzt zwei Profile für den Netzdatenaustausch. Das ist das CDPSM-Profil und PSM-Profil. CDPSM für die Verteilnetzübertragung und PSM für die Übertragungsnetz. Die sind einer Standard. Und es gibt noch Sachen, die für diesen Informationsaustausch auch schon, wo die ganzen Ablaufsequenzen drin sind. Also kann die Frau Kostic vielleicht. In CPSM, das ist für Netz, Übertragungsnetz Austausch. Es heißt Common Power System Model, CPSM, und da sind 3, 4, 5, 6, jetzt 6 Profile. Es hat mit einem angefangen und dann haben die gesplittet und dann neue Definitionen gemacht, alles zusammen 6 heute. Und dann für CDPSM, Common Distribution Power System Model, CDPSM, da sind 2 von ersten, die sind ganz gleich, und dann sind noch 4 neue, die sind auf Verteilnetze angepasst. Da wird eine Harmonisierung stattfinden in kommenden Monaten, mehr oder weniger. Und dann für alles, was Messaging, rund um Messaging geht, alles andere ist mit Messaging verbunden, also mit XML, normale XML, XSD. Und da sind wahrscheinlich etwa 40 oder 50 Profile im Moment zur Verfügung. Ja. Und die sind in Dokumenten, das Herr Rüdiger gezeigt hat. Also 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Da sind die Profile für Messaging und die Profile für Netzmodell Austausch, die sind mit 4, also 970-4 irgendetwas. Aber eine Liste gibt es nicht und das wäre vielleicht eine gute Idee, so eine Liste zur Verfügung zu stellen. Ja, ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Michael, den du da ansprichst. Der gilt also nicht nur eben für CIM, sondern auch für andere Standardteile.
dass wir hier einfach auch noch mehr Transparenz nach außen von der Standardisierung geben müssen. Welche Teile sind da verfügbar? Wie passt das Ganze zusammen? Also von daher denke ich, das ist eine sehr gute Anregung. Ja, ich hatte jetzt auch deswegen daran gedacht, ich komme aus der 61-50 Welt. Wir sind jetzt gerade dabei, Profile zu definieren, um vielleicht irgendwo eine Idee zu bekommen, ob man die zentral irgendwo geführt ablegen sollte, um sie zugänglich zu machen. Ja, ich würde die Frage jetzt gerne noch kurz erweitern bezüglich der Begriffe. Wenn ihr von Profil redet, dann gehe ich mal davon aus, da wird nicht nur ein Typ von Objekt oder Element beschrieben, sondern ein Satz von irgendwie Zusammengehörigen. Genau, genau. Okay. Ja. Also es ist wirklich, ich habe einen Anwendungsfall bei dem CDPSM-Profil zum Beispiel. Da werden Transformatoren ausgetauscht, Leistungsschalter, die Topologie ausgetauscht. Von den Transformatoren werden vielleicht auch nicht alle Attribute ausgetauscht, sondern nur die, die in dem Profil drin sind. Also es ist ein Satz von Klassen. Und natürlich sind die Klassen dann aber eingeschränkt auf das, was ich für den Anwendungsfall wirklich bloß brauche. Danke. Ja. Vielleicht auch hierzu noch eine kleine Information. Was ist ein Profil bei CIM? Was ist ein Profil bei IEC 61050? Was ist ein Profil allgemein? Ist derzeit eine kleine Taskforce gestartet worden in der TC 57, um genau das mal niederzuschreiben. Nicht großes Dokument, sondern wirklich einfach mal ganz konkret hinschreiben, was ist Bestandteil eines Profils bei 61050 und was nicht, genauso andersrum für CIM, damit man da halt auch in Richtung Anwender hier mal Klarheit schafft. Da sind wir derzeit dabei und wir hoffen eigentlich relativ schnell jetzt bis Ende Oktober einen ersten Entwurf auch schon an die Nationalkomitees herumzuschicken und da eben hier die Komitees eben auch hier einzubinden in die Diskussion.